ja, Leute, heute ist früh aus dem Bett gegangen, 6 Uhr aufstehen, weil ihr seht das vielleicht im Hintergrund. Ich bin am Flughafen, es geht heim ins schöne, aber etwas frischere Österreich, in den Schnee. Und ja, natürlich ist die Woche noch trainiert worden, wir schauen uns wieder an, was passiert ist. Also ja, let's go und wir starten rein. Ja, die dritte Trainingswoche in 2020 ist geschafft. Ich bin nicht nur zurück in Österreich, ich habe mir auch die Haare schneiden lassen, weil ihr wisst, wenn ihr meine anderen Videos kennt, ganz wichtig für gute Laufleistung auf jeden Fall. Und ja, wir werden uns anschauen, was so passiert ist. Die dritte Woche war gleichbedeutend mit der letzten Woche für mich am Trainingslager. Das heißt, da haben wir doch noch ein paar spezielle Trainings, ein paar, ja, Umfänge, die wir vielleicht zu Hause so nicht haben. Ich gehe es mit euch durch, ist ganz spannend. Wir haben 3 Belastungen gehabt und ja, bevor wir losstarten, gebe ich euch noch 5 Sekunden Zeit, damit ihr bitte unten abonniert und auf die Glocke drückt, dann verpasst ihr nämlich nichts mehr zum Laufsport. Passt, vielen Dank. Und ja, wir starten gleich voll rein. Ich hole mir meinen Trainingsplan daher und schaue mal an, was letzte Woche so passiert ist. Und zwar, ich habe gesagt, wir haben 3 Belastungen gehabt und das ist sich dadurch ausgegangen, weil es ja, sich in der Woche so ergeben hat und gleich am Montag so richtig losgegangen ist. Also wie kann man die Woche schöner starten als mit ein paar lustigen Intervallen. Und was haben wir da gehabt? 2x12x400 Meter. Und genauso wie bei einem Intervall in der zweiten Woche, ich werde es euch oben markieren, dass ihr die zweite Woche auch sehen könnt, wenn ihr es noch nicht kennt, 2x12x400 Meter, und der Sinn dabei ist eben, dass man die erste Serie, die ersten 12 Mal eine Spur langsamer macht. Dafür hat man auch kürzere also Intervalle dazwischen, eine kürzere Pause sozusagen. Und die zweite Serie, die zweiten 12, hat man dann längere Pause. In meinem Fall war das 60 Sekunden beim ersten Mal, 90 Sekunden beim zweiten Mal. Und zwischen den 2 Serien hat man eine Serienpause von 5-6 Minuten, waren das bei mir. Was ich auch gemacht habe oder was wir gemacht haben, wie wir gemeinsam trainiert haben, da wir haben 2 unterschiedliche Strecken für die 400 Meter genommen. Also es war im Gelände, es war leicht hügelig, es war auf einem Schotterweg bzw. Waldweg. Und die erste Serie haben wir auf eher mehr hügeligem Gelände gemacht und die zweite auf flacherem Gelände. Das heißt auch, da sind zuerst noch ein bisschen mehr, ja, Variation drin in der Strecke, einfach bergauf laufen, bergab laufen, dadurch die Zeiten ein bisschen langsamer. Also in meinem Fall war die erste so im Schnitt bei 67, 68 die Wiederholungen und die zweite Serie war dann schon so 2-3 Sekunden schneller im 65 Sekunden Bereich für die 400 Meter. Also das vielleicht ein Input für euch, dass ihr einfach variieren könnt, nicht nur von der Schnelligkeit der Intensität der Serien, nicht nur von den Pausen bei den Serien, sondern dass ihr auch, wenn ihr im Gelände seid, könnt ihr einen verschiedenen Untergrund oder einfach ein anderes Geländeprofil wählen, dass ihr beim ersten Mal zum Beispiel noch ein bisschen hügeliger habt, langsamere Zeiten und bei der zweiten Serie dann einfach, ja, ein bisschen mehr Gas geben könnt. Und das habe ich eben da auch gemacht. Das war eigentlich die Trainingseinheit. Am selben Tag hat es am Nachmittag ein kurzes Auslaufen gegeben. Ja, das ist einfach am Trainingslager, das tut nicht wirklich weh, das ist aktive Regeneration. Und ja, der nächste Tag war dann ja im Zeichen der Erholung, weil es quasi nur mit einem, also übermorgen sozusagen von der Belastung weg, schon die nächste intensivere Einheit gegeben hat. Das heißt, der Dienstag war wirklich, ja, auch aktive Regeneration, wenn man so will, 60 Minuten normaler Dauerlauf an 0:01. Da ist sonst nicht viel passiert. Am Nachmittag ein bisschen Krafttraining dazu, um den Strand auszunutzen, wenn man schon dort ist. Ja, und der Mittwoch ist dann wieder ganz interessant worden. Am Vormittag einfach mal ein kurzes Auslaufen, ein bisschen ja, Lust holen, warm machen für den Nachmittag, weil da gibt es die nächste Belastung. Ihr seht vielleicht auch den Unterschied, am Montag war die Belastung am Vormittag, am Mittwoch am Nachmittag. Für die meisten von euch wird es sich einfach danach richten, wie ihr mit Arbeit, Studium etc. einfach Zeit habt. Bei den meisten Leuten eher am Nachmittag, nehme ich an. Aber wir haben da dann gemacht, oder in meinem Fall habe ich gehabt, 3 Kilometer, 3 Kilometer, 2 Kilometer. Und auch da, ihr merkt es wahrscheinlich eh schon ein bisschen ein Muster heraus, immer ein bisschen schneller werden. Ich meine, dass die 2 Kilometer schneller sein sollen als die 3. Ist klar, aber auch die ersten 3 Kilometer waren mal in 8:43.
Dann die zweiten 3 Kilometer waren in 8:31, also da schon, ja, sag einmal ungefähr 3 Sekunden pro Kilometer schneller. Das heißt, da ein bisschen gesteigert. Natürlich ein bisschen unterschiedlicher Wind kann auch sein, das muss man beachten. Und ja, dann die letzten 2 Kilometer waren so, dass man sagt, okay, wenn man sich gut fühlt, kann man nochmal ein bisschen beschleunigen, vielleicht den zweiten Kilometer ein bisschen schneller laufen. Das habe ich auch probiert. 5:25 dann. Das hat ganz gut gepasst. Also in meinem Fall war gleich so 2:43x plus 2:41x die Kilometer auf die 5:25 Gesamtzeit dann. Und ja, das heißt einfach in der Wiederholung leicht beschleunigen, wenn es geht. Und immer das, was ich euch mitgeben will, und ich betone es auch jetzt nochmal, lieber die erste Wiederholung oder zu Beginn ein bisschen langsamer und zum Ende hin dann, wenn es geht, beschleunigen, ist aber kein Muss, weil es soll sich nicht zerstören, sondern die Einheit soll so sein, dass ihr nachher sagt, okay, das war jetzt trainingswirksam und ja, das hat mir was gebracht, es wäre aber noch mehr gegangen und ich habe mich nicht komplett abgeschossen dabei, also das ist auf jeden Fall immer wichtig. Am Tag nach der Belastung, dann am Donnerstag, ist weitergegangen mit einem langen Dauerlauf. Das heißt, es war so ein bisschen nach der Belastung quasi, dass es nicht komplett runterfallen soll, sondern einfach nochmal einen längeren Dauerlauf gibt im soliden Tempo, der war 90 Minuten. Das heißt, dass man nicht komplett einschlaft, sondern ein bisschen was tut auch nach der Belastung. Der Freitag war dann schon wieder im Zeichen der Regeneration eher. Da hat es 45 Minuten Auslaufen, Dauerlaufen am Vormittag geben, ein bisschen Kraft und Stabi am Nachmittag. Das ergänzt sich immer ganz gut. So, ja, wenn man am Nachmittag, gerade am Trainingslager halt, hast sonst nichts zu tun, das macht's halt. Und falls ihr zu Hause seid, dann müsst ihr nicht irgendwie ins Fitnesscenter oder was gehen, wenn ihr einfach vor Fernseher irgendwie liegt und ihr macht einfach 10 Minuten Stabi oder so ein bisschen Kräftigung, ein paar Bauchmuskelübungen oder was auch immer, dann ist da schon viel geholfen. Also das kann jeder von euch gern auch so am Nachmittag einbauen, weil man braucht wirklich teilweise nur 15, 20 Minuten Gesamtzeit und kann schon ein ganz ein feines Programm sich da zusammenstellen. Und am Samstag dann hat es die Abschlussbelastung gegeben, Sonntagvormittag ist es Heimgegangen, das heißt der letzte Tag. Da muss man ein bisschen aufpassen vor Reisen, also man sollte sich nicht komplett abschießen und dann auf eine längere Reise gehen. Ist nicht so leibend, wenn man im Zug, im Flieger, wo auch immer sitzt und dann die Beine komplett kaputt sind, noch von einer Belastung. Ich habe am Abschlusstag noch gemacht 6 mal 300 Meter, 200 Meter, 100 Meter. Also diese drei, die 300, 200, 100 waren ein Paket und das Ganze habe ich 6 Mal gemacht. Das Ganze war im zügigen Tempo, also so 3000 Meter Richtung 1500 Meter Tempo. In dem Bereich hat sie sich abgespielt. In meinem Fall ungefähr 45 irgendwas für die 300er, dann ungefähr 30 Sekunden für die 200er und so 13,5 Sekunden herum für die 100er. Und was ist da der Sinn dahinter? Auch das, wie ihr auf den Bildern sehen könnt, habe ich auf eher, also habe ich auf der Straße gemacht, aber eher im hügeligen, also im Gelände drin, halt im hügeligeren Gelände. Das war jetzt nicht so deutsch, im hügeligeren Gelände, jetzt hat es passt. Und ja, da ist es einfach ganz wichtig. Das Sinn dahinter ist so, es hat die Pausen waren 100 Meter Traben und dadurch sind eben diese Intervalle zwischen den Belastungen recht kurz. Das heißt, 300 Meter ist schon eine Distanz, wenn man sie ein bisschen zügiger läuft, ist schon belastend. 100 Meter Traben vergeht halt dann recht schnell. Das sind halt, ja, das ist eine gute halbe Minute, vielleicht ein paar Sekunden mehr, aber das war's dann. Dann kommen die 200 Meter, die schafft man gerade irgendwie so. Dann ist man schon gut müde, dann hast du wieder die 100 Meter und dann hast du einmal 100 Meter schnell. Und da kommt es dann wirklich darauf an, du bist schon vorermüdet. Ich meine, 100 Meter kann man immer irgendwie laufen, wenn man sich ehrlich ist. Aber da geht es dann darum, einfach noch koordinativ und ökonomisch zu laufen. Das heißt, nicht irgendwie so schier daherzukommen, sondern auch die 100 Meter, wenn man schon ermüdet ist, einfach nochmal gescheit rauszulaufen mit schöner Frequenz, mit einem kurzen Schritt oder kurzen Bodenkontakt. Und das ist so ein bisschen sicher der Sinn dahinter gewesen von der Einheit und zwischen den Serien sozusagen, zwischen jedem von die 6 Wiederholungen mit dem Paket da, gab es dann 400 Meter Trabpause, das heißt, da ist eigentlich, also wenn man gemütlich trabt, 400 Meter sind genug Zeit, dass man relativ frisch wieder wird bei solchen kurzen Distanzen. Also das ist ein gutes Training, wo man unter Belastungen
verschiedene schnellere Bewegungsmuster ein bisschen abspielt, eben die 200er, die 100er unter Belastung dann schon. Ein ganz feines Training und auch da wieder im Gelände, ein bisschen unfreiwillig, weil das Stadion zu war, aber im Endeffekt bin ich ganz zufrieden damit, weil dann einfach ein bisschen Abwechslung auch wieder reinkommt. Man hat kleines Hügel bergauf, kleines Hügel bergab und so ein bisschen den Schritt auch immer abwechseln muss. Ja, das war es dann eigentlich mit dem Training schon. Am nächsten Tag ist es dann heimgegangen, Heimreise. Und was ich da gemacht habe, wie ich zu Hause war, war es schon kalt und dunkel und es hat geregnet und alles. Aber ich bin einfach 45 Minuten laufen gegangen, weil es ist mental oft eine Überwindung, nach einer langen Reise, vor allem wenn man später am Tag erst dann ankommt, nochmal rauszugehen. Aber es fühlt sich einfach gut an, wenn die Beine, gerade bei mir, ihr kennt das, so ein Billigflieger, wenn man knapp 1,90 ist, so wie ich, die Beine den ganzen Flug stehen schon am, also ich drücke schon dem Vordermann meine Knie quasi ins Kreuz rein. Und das ist ganz angenehm, wenn man ein bisschen auslaufen kann. Das habe ich gemacht, 45 Minuten auslaufen. Und ja, damit war ein sehr gutes Trainingslager beendet, die dritte Trainingswoche auch beendet und wir schauen uns noch kurz an, ja, den Wochenüberblick, wie viel da jetzt zusammengekommen ist. Okay, was ist somit letztendlich die Woche alles zusammengekommen? Wir haben von den Einheiten 10 Einheiten gehabt, 10 Laufeinheiten, es hat zusätzlich noch zwei separate Stabi-Krafteinheiten gegeben, also wenn man so will 12 Einheiten, aber in den 10 Einheiten, wo sozusagen wirklich gelaufen wurde. Eben das Besondere in der Woche, 3 Belastungen, doch 3 schnellere Belastungen, was sich eben so ergeben hat durch die Konstellation der Tage. Normalerweise sind es eher 2, wie ihr bis jetzt gesehen habt. Dann die Netto-Trainingszeit waren ein bisschen über 9 Stunden wieder, 9,3 Stunden, das heißt, ihr seht auch da um die 9 Stunden, 10 Stunden, sowas ist jetzt. Ja, in dem Bereich spielt es sich ab, weil ganz einfach durch die vielen Belastungen, die sind intensiv, aber die ja, haben einfach nicht so viel Trainingszeit, darum ist da wieder ein bisschen weniger. Dasselbe sieht man dann auch bei den Wochenkilometern, das sind jetzt ca. 130. Schaut jetzt auch nicht so viel aus, aber ist natürlich auch dadurch bedingt, eben, dass man ja, so Trainings wie die 300, 200, 100 Meter sind super Trainingseinheiten, kommen auch nicht viele Wochenkilometer zusammen, aber eben da. Ja, das ist, ja, das würde ich euch gerne noch mitgeben. Einfach lasst euch da nicht verrückt machen. Und quasi im Online-Vergleich, wer hat mehr Wochenkilometer, wer weniger und was auch immer. Es geht nicht um die Wochenkilometer im Endeffekt, sondern auch um die Qualität des Trainings, nicht nur um die Quantität. Und ja, in dem Fall war das jetzt nicht so viel bei mir für 10 Einheiten, aber halt, ja, immerhin 13 Wochen, also 130 Wochenkilometer. Und dann die Intensität. Die ist auch ganz spannend, habe ich selber ja, dann mir auch gedacht, dass im ersten Moment von der 0 bis der 4 die Intensitätsverteilung 69%, 15%, dann kein A2, kein A3 und 10% relativ viel A4-Bereich, weil wir eben 3 Belastungen gehabt haben. Ihr seht schon, also das Wechselspiel zwischen Belastung und Entlastung ist sehr stark ausgeprägt in der Woche. Das ist eine Ausnahme eher, weil das einfach die letzte Trainingslagerwoche war, wo wirklich ja, wo einige gute, schnelle Einheiten dabei waren. Normalerweise, ich habe nachgeschaut, gerade mehr in der Aufbauphase habe ich schon so um die 20% A2 zumindest dabei. Das heißt, das ist doch sehr selten A2 und A3, dass das komplett wegfällt. Aber diese Woche, wie wir uns eben angeschaut haben, war sehr stark eben die Abwechslung zwischen ruhigen, aktiven Erholungseinheiten und auf der anderen Seite den Belastungen. Und so kommt das Ganze halt zustande, dass das ein bisschen eine wilde Aufteilung ist. Und weil in den letzten zwei Videos Leute gefragt haben, zu diesen Prozent gehören auch noch immer Koordination und Schnelligkeit dazu. Darum gibt es nicht 100% in dem Fall, sondern wenn ich da jetzt so schnell hinschaue, fehlen 6%. Und die kommen eben durch Schnelligkeit und Koordination zustande, die ich aber jetzt nicht da aufführen will, weil es da wirklich um die Intensität der Laufeinheiten mir noch geht. Also, das ist die Woche 3, 2020, die Wochenübersicht. Ja, das war die dritte Trainingswoche in 2020 für mich. Wenn es euch gefallen hat, wenn ich euch ein bisschen was mitgeben habe können, bitte lasst mir ein Like dafür das Video. Das würde mir sehr bei YouTube helfen. Vielen Dank schon mal dafür. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mal unten rein. Und ja, die vierte Woche wird dann auch ganz interessant auf jeden Fall. Und was speziell ist an dem Wochenende jetzt, werde ich bei der ISPO sein in München. Ist ja eine der größten Sportmessen, die es auf der Welt gibt. Also ich werde euch auch von da berichten. Das wird sicher eine ganz interessante Sache. Was es für Neuheiten, für Innovationen
Rennen vielleicht gibt, man weiß es ja nicht, gibt es ja einen neuen Superschuh. Man wird sehen, ich werde euch auf jeden Fall berichten. Also stay tuned, trainiert in der Zwischenzeit gut und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also bis dann und gebt's Gas.